In einem meiner erfolgreicheren Videos habe ich mir aus Rost von alten Eisenbahnschienen und aus Aluminiumfolie erfolgreich mit Hilfe meiner eigens gebauten kleinen Kugelmühle Thermit hergestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und weil das so wahnsinnig gut funktioniert hat, möchte ich das anlässlich als 1000 Abo Special in einem etwas größeren Maßstab wiederholen. Heute zeige ich euch deswegen den Bau einer größeren und leistungsstärkeren Kugelmühle und wenn alles klappt, wird das nächste Video dann mein Special. Bis dahin könnt ihr mir noch Vorschläge machen, was ich aus dem Eisen gießen soll bzw. welche Experimente ihr gerne sehen würdet. Als Gerüst für die Mühle nehme ich das Gerippe eines alten Home Trainers. Da habe ich gleich ein Gestell mit Lager, Übersetzung und einem Schwungrad. Zuerst habe ich da den Kupferstreifen von der Induktionsbremse sowie die Pedale entfernt. Für die Trommel der Mühle verwende ich diesen alten Topf, in dem ich erstmal ein zentriertes Loch gebohrt habe. Dann habe ich mir aus einem alten 1 mm Eisenblech einen kreisförmigen Ring sowie einen Deckel und einen Dichtungsring aus Gummi geschnitten. Die Löcher im Deckel müssen genau mit denen im Ring übereinstimmen und an dessen Unterseite habe ich dann jeweils eine Gewindemutter geschweißt, sodass man den Deckel von außen plan mit Bolzen festschrauben kann. Dann habe ich mehr oder weniger versucht, das Ganze auf den verzinkten Topf zu schweißen, was nur sehr schlecht funktionierte. Später habe ich das Ganze dann einfach mit Baumarktsilikon abgedichtet. Für den Antrieb der Mühle habe ich zuerst an ein Wasserrad gedacht, bei dem das Wasser aus ca. 10 Metern Fallhöhe durch einen Schlauch auf das Rad trifft. Als ich dann aber gesehen habe, wie schwer das Ganze funktioniert hat, habe ich die Idee wieder verworfen. Stattdessen verwende ich jetzt diesen Motor einer Schärfmaschine als Antrieb. Da habe ich einfach eine Platte festgeschweißt und den Motor als Antrieb festgeschraubt. Die Trommel habe ich mit kleinen Gewindeschrauben über Löcher im Boden an das Alurad verschraubt. Dann habe ich, wie gesagt, alle unsauberen Schweißnähte mit Silikon abgedichtet. Nach circa 3 Tagen Laufzeit ist mir jedoch das Kunststoffrad aus der Übersetzung im Motor kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir von einem anderen Motor die Keilriemen, Zahnräder und Kugellager als neue Übersetzung verbaut. Dazu habe ich einfach diesen Holzklotz auf den Motor geschraubt und darauf Achsen und Zahnräder montiert.
Leider hat sich jedoch da nach circa weiteren 3 Tagen Laufzeit ein Kugellager verabschiedet und sich festgefressen. Da ich kein weiteres Kugellager mehr gefunden habe, hat auch diese Übersetzung nicht mehr funktioniert und ich habe mir selbst eine Übersetzung berechnet. Die Umlaufräder für die Übersetzung habe ich mir einfach selbst gedrechselt und mit besseren Kugellagern ebenfalls wieder auf Holz montiert. Solche Gummispanner, die ich aus einer alten Gartenliege ausgebaut hatte, dienen dabei als Keilriemen. Diese Übersetzung arbeitet sehr zuverlässig und den Motor habe ich jetzt übrigens direkt auf den Fußboden geschraubt. Der hat eine Leistung von 400 Watt und um nicht zu überhitzen, habe ich den mit Hilfe einer Zeitschaltuhr in Intervallen geschaltet. Weil immer einige Bedenken haben wegen der Brandgefahr, dass sich elektrostatische Ladungen in der Mühle aufbauen. Die Mühle ist mit dem Motor erstens geerdet und zweitens reichen selbst starke Entladungen nicht aus, um Thermit zu entzünden. Thermit lässt sich sogar mit einer Lötlampe schon sehr schwer in Brand setzen. Für meinen ganzen gesammelten Rost und das Aluminium läuft die Mühle jetzt circa 3 Wochen. Jedoch wegen Überhitzungsgefahr macht die Mühle alle halben Stunden eine halbe Stunde Pause. Das ergibt ca. 20 Euro für die 7 Kilogramm Thermit, die ich vorhabe zu produzieren. Momentan habe ich die Hälfte bereits fertig und ich brauche noch dringend kreative Vorschläge, welche Versuche ihr mit dem Thermit sehen wollt oder beziehungsweise was ich aus dem flüssigen Eisen gießen soll. Wenn alles funktioniert, seht ihr im nächsten Video dann einige brennende Kilo Thermit. Bis dahin könnt ihr mich ja einfach abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Würde mich zumindest sehr freuen und damit bis zum nächsten Mal.